Hier seht ihr nur das neue Maschinengewehr Minecraft. Da kann man ja richtig Attacke machen. Wie das funktioniert, seht ihr in der Folge. Jo Leute, willkommen zur Folge der Minecraft Fakten. Heute gibt es mal wieder nur 4 Sachen von euch. Aber ich denke, die sind wieder ganz cool. Und wenn ihr den für Minecraft Fakten, dann schreibt es mir per Kommentar unter dieses Video hier oder nur unter dieses, weil nächstes Mal gucke ich genau unter dieses Video hier, ne? Deswegen schreibt mir unter keinem anderen Video. Und ja, bewertet Dinge, die ihr gut findet, den Daumen nach oben. Und ja, würde ich sagen, legen wir direkt los. Der erste Fakt ist von Michael Cracker, der schreibt, wenn man ein Bett auf der maximalen Bauhöhe setzt, kann man nicht schlafen. Gucken wir mal. Finde ich mal ganz kurz nach oben. Noch was vorbereitet. Eine kleine Plattform mit diesem Bett, was halt irgendwie noch schwebt. Ist ja auch wurscht. Ich gehe in Game Mode 0, natürlich noch eine Auswahl hier, sehr gut. Und da ist ja Midnight. Das ist fürs Bauhöhe hier, ne? 255. Ich versuche zu schlafen. Klick drauf. Geht nicht. Headlimit von Building ist 256 Blocks. Ja, geht nicht. Keine Ahnung, wie man will, man kann nicht schlafen. Eine Etage tiefer wird's gehen, aber nicht auf der höchsten Bauhöhe. Ne? War ja keine Ahnung. Geht dann irgendwie nicht so richtig, ne? Dann weiter geht's. Dann Fakt 2 ist von, ich soll jetzt mal einkaufen, da schreibt, Schienen werden jetzt in die Richtung platziert, in die man auch guckt. Ja, stimmt auf jeden Fall, man kann jetzt in die Richtung gucken und dann wird die noch in die Richtung platziert. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es früher war. Das, ich glaube, früher war das auch immer noch, Dings geguckt, irgendwie noch, hier nach Facing North oder so, ne? Quasi nach Himmelsrichtung wird ruhig platziert, oder? Oder was? Jetzt auf jeden Fall, ja. Soll das anscheinend besser funktionieren, weil es einfach jetzt so ist. Ne? Keine Ahnung, wie es früher war. Und die letzten beiden Fakten, die diese Woche sind, von MCG777. Und dann schreibt, als erstes, Dispenser können jetzt Ammo-Sense setzen. Und zweitens, Feuerwerksraketen, die vor allem der Dispenser befeuert, oder gefeuert werden, fügen es in die Richtung, in der auch der Dispenser platziert ist. Jo, das wären zwei coole Fakten. Einmal, erstmal nur den Dispenser mal hier hin. Pack eine Ammo-Sense mal rein. Zack. Und der kann platziert werden. Ich schon früher auch nicht. Jetzt geht's. Dann der nächste Fakt. Ist ja der letzte Fakt schon. Feuerwerksraketen fliegen jetzt wirklich über den Boden. Ich mach mal so. Wie wir sehen, die fliegen einfach auf den Boden. Schon lustig, ne? Die fliegen ganz komisch irgendwie. So gedreht, schon lustig. Ich kann mal hier meinen Optifine reinmachen. Ist mir das besser, ich glaube nicht, oder? Und nochmal von oben. Es gleitet über den Boden, ey. Schon lustig, man kann es natürlich auch so machen. Dann wird es natürlich auch funktionieren. Ja. Oder der Tasche höher, ne? Geht alles. Was aber nichts drin hat, dann, ja. Wieder so auf eine Höhe. Wie so ein Gewehr. Zack, zack. Ich muss vielleicht mal hier so ein mit dem Hebel machen. Ist vielleicht besser, oder? Ja, kann ich gleich was sagen, wir machen mit einer Redstone Clock. Ich würde erstmal sagen, das geht jetzt mal in die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt. Und tschüss.